Guten Morgen, Leute, aus Köln. Es ist 6 Uhr morgens, ein bisschen früh, aber es lohnt sich, denn ich bin für heute nochmal gebucht worden von Sky, um die Formel 1 mitzukommentieren. Free Practice 1, Free Practice 2. Und da das Ganze schon um 11 startet, müssen wir jetzt den allerersten Flieger nehmen. Und was Frühstück angeht, das machen wir heute am Flughafen. Ich bin so fertig, ey. Was passiert? Ey, der Uber-Driver ist so drauf beharrt, dass er hier hinfährt. Ich sage ihm beim Einsteigen, wir müssen auch noch da und da hin. Dann fahren wir Richtung Brücke. Ich sage, genau dahin muss ich. Ja. Dann fährt er auf die Autobahn. Ich sage, ja, hallo, ich muss da hin. Ich muss da jemanden abholen. Uber-Fahrer dürfen immer nicht irgendwo anders hinfahren, ja, in den App. Also zumindest die Deutschen, ja, sind immer ganz, ganz klar damit. Und dann wollte ich es ändern, dann hatte ich kein Internet. Ja. Also, ja, nee, ich fahre Airport. Und dann sagt er, ja, wo genau? Ich sehe Lufthansa. Er hatte mich auf dem anderen Ende da hinten. Da hinten? Da. Jetzt auch. Ja. Hast du deine Karte schon? Nee. Ladies and gentlemen, orders are closed now. We expect an on-time flight. The weather in Munich is fine this morning. Few clouds and dry temperature. 17 degrees centigrade. I wish you a nice flight. Lufthansa, SP, herzlich willkommen auf dem Weg nach Flughafen, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie jetzt noch so lange angeschnallt und sitzen. Leute, Leute, damit sind wir in München angekommen. Wir werden jetzt hier gerade abgeholt, um zu Sky rüber zu fahren. Danke. So. Wir gingen auch schon so mit dabei, der Ersatzausweise. Wir müssen immer zusammen rumlaufen, ja, Leute. Genau. So. So, nicht mehr weg. In der Live-Sendung einfach sitzt er so daneben. Kannst nicht anders, weil du nicht weg kannst. Du musst ja unseren Ausweis hier behalten. Also, heute möchte ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen in so einen Fernsehalltag. Wie das so abläuft, wenn im Fernsehen eben Live-Sport, in diesem Fall Formel 1, kommentiert wird. Und das Ganze werde ich natürlich heute nicht alleine machen, sondern eben mit dem Sascha Roos, der seit vielen, vielen Jahren, können wir nachher mal fragen, seit wann das eigentlich schon macht, Formel 1 eben kommentiert. Gleich, Leute, jetzt hier rein zur Live-Produktion Formel 1. Ihr seht schon, kurz haben wir noch Zeit. Aber nicht lange, ne? Live-Sendung geht los in einer Stunde, weniger als einer Stunde. Hallo. Ja, alles gut? Hallo. Na? Gute Ankunft gehabt. Ja. Hallo. Servus, hallo. Ganz schnell haben wir gerade noch hier diese Maske bekommen. Die Live-Sendung geht schon 10 Minuten los und dann noch gar nicht im Studio heute. So, soweit. So, bereit, jawohl. Tschüssi. Ich konnte mich nicht an eure Hygienebestimmungen halten, ne? Da steht gründlich einseifen, 20 bis 30 Sekunden. Die Zeit haben wir nicht. Ernsthaft? Ja, steht da. Hast du das nicht? Das ist neu. Neue Regelung, wenn das nochmal vor sich eingeführt. So, und wie das halt so ist, ne? Wir sind natürlich super knapp, aber wir sind natürlich auch bei der Formel 1. Das heißt, wir müssen uns beeilen. So, hier sind die verschiedensten Kabinen, ja, wo Fußball auch zum Beispiel. Fußball, Handball, Tennis, alles, was hier stattfindet. Premier League jetzt auch hier bei uns auf Sky. Wenn jemand ist, dann wird's hier, leuchtet hier oben rot, dann steht er auch hier drauf. Richtig, dann heißt, da sitzt jemand drin und spricht. Aber du bist wahrscheinlich der häufig zu komischen Uhrzeiten hier ist. Wenn zum Beispiel ein Rennen irgendwie in Australien ist oder so, wann bist du denn hier? Ja, Australien, dann ist hier Treffpunkt um 1 nachts oder Mitternacht und dann geht's los mit den Sendungen. Halt, hier sind wir. So, voilà. Ja, mit Klima hier. Herzlich willkommen in Spa. Das ist Spa in München jetzt einmal. Ja, genau. So sieht das aus. Das sind die ganzen Bildschirme hier, auf denen eben die verschiedensten Informationen raufkommen. Wenn man immer sieht, was irgendwie gerade los ist, wie die Sektorzeiten sind, Mini-Sektorzeiten. Vorne haben wir noch eine kleine Kamera. Da heißt die. Die findet uns eben jetzt hier. In der Sprecherkabine praktisch, wenn man sich nicht mal was sagt. Aber wir sind echt spät dran, deswegen legen wir es mal. Wir sind in Spa, die zweite Hälfte des Jahres beginnt und ich freue mich ganz besonders, dass Felix von der Laden hier ist. Das ist mittlerweile echt gut. Sehr gut, hat Spaß gemacht. Ja, sehr cool. Na? Ja, ja. Gut, oder? Ja, sehr gut. Ja, ein bisschen zäh, wenn keiner fährt, aber so prinzipiell. Ja, macht immer Spaß. Ich fühle mich, ne, immer wohl, auch bei dir, weißt du, weil du hast alles unter Kontrolle. Seit 6 Jahren machst du es mittlerweile, oder? Ja, ja. Was hast du davor gemacht? GP2 kommentiert, IndyCar kommentiert, viel Fußball kommentiert. Das machst du auch immer noch? Das mache ich immer noch, ja. Handball mache ich noch, Tennis mache ich noch. Eishockey habe ich Interviews gemacht, moderiert. Was macht dir am meisten Spaß, welche Sportart zu kommentieren? Hier. Ja, Formel 1. Ja.
Ich finde es auch, als ich noch kein YouTuber, kein Let's Player war, immer wenn ich Formel 1 gespielt habe, als Kind schon am Controller, habe ich immer mitkommentiert schon und immer die Rennen verfolgt im Fernsehen. Natürlich, genau. Aber früher noch auf dem Controller auch, das selbst war, alles. Immer, und ich fand das immer faszinierend, und das ist für mich halt auch eine richtig coole Sache, dass ich jetzt selbst hier sitzen darf und es auch mal machen darf. Ich finde halt das Tolle am Motorsport ist, dass es halt so vielschichtig ist. Also klar, natürlich, jede Sportart hat ihre Reize, ne? Hat ihre Taktiken, und die muss man auch mal erkennen und sehen und so und lesen. Aber ich finde, gerade mit dem Motorsport sind so viele andere Unwägbarkeiten, die mit da reinspielen, die du vorher gar nicht weißt, was da so wichtig ist. Du musst so viele Dinge im Blick haben, du musst jetzt relativ viel Gedanken machen, du musst relativ frisch bleiben die ganze Zeit. Das finde ich, macht für mich auch ganz besonders den Reiz aus. Also das ist schon das, was ich eigentlich am faszinierendsten finde. Und das ist auch nicht irgendwie ein kleines Fußballspielfeld, sondern du hast eine 7 Kilometer lange Strecke, wo überall Action passieren kann, überall können Sachen sein. Und ich finde, was es gerade auch zum Kommentieren sehr spannend macht, es gibt so viele Informationen. Jetzt gerade sind sie hier wieder weg, aber während des Rennens haben wir halt alle Informationen hier drauf gehabt. Es gibt halt viel auch, was man als Kommentator den Zuschauern näher bringen kann, was der gar nicht mitbekommt, so auf den ersten Blick. Und das finde ich halt, es macht halt bei einer Motorsportübertragung super viel aus, ob du einen guten Kommentator hast, weil du kannst gar nicht alle Kämpfe verfolgen, weil im Fußball oder im Handball, du hast den Ball an einer Stelle und da passiert eigentlich alles. Generell kannst du natürlich auch, wenn du das Bild siehst, ja, also Tennis zum Beispiel, siehst du ja immer das gesamte Feld. Also du verpasst ja als Zuschauer prinzipiell mal nichts. Du siehst den Ball, du siehst die Linien und gut ist. Du siehst die Spieler, alles okay. Und beim Fußball ist ja der Ausschnitt auch relativ groß, wenn du die Führungskamera nimmst. Und wie du schon sagst, das hast du halt beim Formel 1 Rennen nicht. Also wer mal an der Strecke war und die Möglichkeit hat, da mal hinzugehen, der sollte das unbedingt machen. Egal, ob das jetzt ein Formel 1 Rennen ist oder eine andere Rennserie, nur einfach mal zu sehen, welche Dimension das Ganze hat. Du kannst das Ganze gar nicht überblicken, als Zuschauer generell. Und auch da der Tipp, wenn man an der Strecke ist, immer gucken, dass man in der Nähe von einer Videowall ist. Ja, richtig. Dann siehst du richtig viel mehr. Also an der Strecke kriegst du natürlich die Atmosphäre mit, wie die Autos vorbei donnern. Den Sound spürst du. Du spürst ihn auch auf der Haut, weißt du, weil das ist richtig der Druck von der Lautstärke hast du da. Das ist schon richtig cool, aber mitbekommen tut man im Fernsehen oder eben, wenn man an der Videoleinwand sitzt, dann doch erst so richtig, was überhaupt passiert. Und deswegen finde ich eben das Kommentieren auch sehr, sehr gut. Ja, cool. Dann freuen wir uns jetzt aufs zweite freie Training. Kurze Pause. Kurze Mittagspause haben wir erstmal. Erstmal jetzt was essen. Kalamari gab es heute hier. Ja? Auch mal was Neues, hast du gesagt. Das Gute ist, dass wir zu zweit in der Kabine sitzen, weil es ist mit Knoblauchsoße. Ja. Scheiße. Du ein bisschen Knoblauch ich nehmen. Ich habe keinen Kalamari genommen. Da. Ja, ich habe ein bisschen Bockwurst stattdessen lieber und eine Brezel. Muss ja ein bisschen bayerisch, muss ich ja auch mal. Ja, wobei normalerweise sind zum süßen Senf die Weißwurst, ne? Ich weiß, aber sie hat es mir angeboten. Ja, und ich dachte, komm, das habe ich ja sonst nie. Gell, hier. Ja, Kalamari gibt es eigentlich eher selten. Ja. Aber gut, schmeckt aber trotzdem. Ja, gut, schmeckt. Ja, du hast auch gegessen. Ja, gegessen, ne? Gegessen gut. Schon. Ja, alles weg. Ja, genau. Aber man riecht, also ich rieche meine eigene Knoblauchsoße. Dann viel Spaß, Felix, nachher. Und jetzt haben wir gerade ein bisschen mehr Platz, das ist sozusagen der Pausenraum hier eigentlich, den ihr habt. Da oben läuft gerade Formel 2 mit Mick Schumacher, das Training. Kann man auch zwischendurch mal ein bisschen gucken, was da alles eben so abgeht. Wie lange hast du normalerweise jetzt Pause? Ist eigentlich immer so wie heute, so wie immer. Bei den Europarennen zumindest. Ne? Ich höre der Fahrer-PK zu, um da nochmal reinzuhören, was die sagen, ist ganz spannend. Gerade jetzt mit den ganzen Thematiken, was die Fahrerwechsel anbelangt. Ja, und dann informiere ich mich natürlich, was vor Ort los ist. Mit Sandra wird dann nochmal telefoniert und dann besprechen wir das, was wir dann machen wollen zu Beginn des zweiten freien Trainings. Also es ist eigentlich so, vom Team her, von Sky, ist im Moment eigentlich nur dann als Reporterin Sandra vor Ort. Ja, Sandra. Eine Person ist sozusagen da. Du bist aber bei Europarennen, zum Beispiel am Donnerstag, gehst du extra nochmal hin, oder? Genau. War jetzt in Spa war ich jetzt auch, um klar den Eindruck zu bekommen. Das muss man natürlich schon ein bisschen fühlen und spüren. Ne? Wie ist die Atmosphäre vor Ort, mit den Fahrern sprechen, mit den Teamchefs sprechen. Das ist natürlich schon spannend und wichtig. Auch die Autos sich nochmal genauer aus der Nähe angucken. Davon zehrst du ja das ganze Wochenende über im Kommentar dann eben, dass du halt alles erzählen kannst, was du selbst erlebt hast. Weil wir jetzt zum Beispiel, wir haben viel über Gasly gesprochen, der halt jetzt degradiert wurde, zum Junior-Team zurückbeordert wurde und dass der geknickt ist und ob der jetzt so seine Leistung abrufen kann. Und das ist natürlich, du hast ihn gesehen, das ist natürlich ein ganz anderer Eindruck, den man dann eben auch erzählen kann. Eine Frage, die ich mir immer so stelle, ist, wie musst du dich eigentlich vorbereiten auf so ein Rennen? Du machst jetzt im sechsten Jahr schon die Formel 1, gehst du da einfach dann jetzt hin wie heute, stehst morgens dann auf, kommst du her, setzt dich da rein. Wir haben es ja gerade gemerkt, wir haben nicht mal eine Probe gemacht, so, weil es ein bisschen zeitlich dann knapp war. Legst du einfach los oder machst du schon in den Tagen vorher, guckst du dir alles an? Ich beschäftige mich jeden Tag mit der Formel 1. Also klar, die verschiedenen, Gott sei Dank, gibt es ja Internetportale, wo man sich dann erkundigen kann. Wo informierst du dich? Alle gängigen Internetportale. Also schaust du auch auf Reddit, weil ich schaue immer Reddit Formel 1, da gucke ich so viel. Sowieso. Und dann natürlich auch deutsche Internetportale, die es gibt, die gängigsten. Ich habe gute Kollegen, die ich kenne von der Zeit, als wir bei jedem Rennen wirklich auch dann immer vor Ort waren, mit denen ich telefoniere, mit denen ich mich austausche.
Das sind so die Dinge, die ich mache. Also nichts anderes, glaube ich, als jetzt ein Mega-Freak auch macht. Ja. Ja. Wir haben natürlich auch so ein paar Statistik-Tools, die wir zu Rate ziehen können, wo ich ein bisschen was nachlesen kann. Dann schaue ich mir alte Rennen an aus der Vergangenheit von dem jeweiligen Veranstaltungsort. So Dinge, gerade im Rennstart ist es wichtig. Das machen, glaube ich, die Fahrer auch. Also das heißt, glaube ich, ich weiß, dass sie es machen. Dass ich tue mir auch mal Starts an. Starts der Vergangenheit angucken. Ja. Dazu ist zum Beispiel auch die Formel 2 ganz wichtig, da zu gucken, was passiert da, wie fahren die da. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Wo könnte man vielleicht reinstoßen? Wo ist jemand gut durchgekommen? Das war eben auch in echt bei den GT4-Rennen immer. Da haben wir auch andere Serien, die bei uns eben auch fahren. Die Formel 4 fährt da ja immer und die GT3. Da schaue ich mir auch immer, wenn es geht, dann die Rennen an und vor allem den Start. Und dann siehst du halt, okay, hier ist eine gute Linie. Wenn ich dann nachher fahre, versuche ich mal beim Start auch dann direkt eher auf die Innenseite zu kommen oder eben nicht. Richtig, das eben auch. Das ist es. Ja, also das sind so die Dinge. Wir bekommen immer so eine coole Zusammenstellung mit so Statistiken. Das sind auch immer die ganzen Informationen, die man im Fernsehen dann immer hört, wenn du auf einmal so eine coole Statistik dann vorliest und so weiter. Da kriegst du so eine Übersicht, wo alles drin ist. Dann habt ihr eure eigenen Infos, die ihr da immer bekommt. Klar, wir füttern die natürlich auch selber, aber generell ist das halt, wird es halt verwaltet. Da kannst du auch nachgucken. Wichtig ist halt, wie auch in der Schule, ne? Man muss wissen, wo es steht, um dann rechtzeitig nachgucken zu können. Das Gute ist, als Kommentator bist du ja nicht immer im Bild. Ja. Wie bei Let's Plays, wenn man so eine Facecam hätte und die ganze Zeit sieht man deinen Blick dann eher abschweifen. Zwischendurch hat er mal recherchiert, wer die Freundin da jetzt nochmal war. Richtig gut, ja. Da war nämlich kurz eine Freundin von dem Fahrer im Bild, dann waren wir nicht sicher, welche das ist. Dann war kurz eine Interviewunterbrechung. Ganz schnell war er da mal kurz am Googlen, wer das war, Informationen rausgeholt. Aber im freien Training ist ja auch die große Kunst, da ist nicht die ganze Zeit Action halt, ne? Weil da stehen die Autos halt häufig auch einfach mal in der Box und wir sitzen da in der Kabine. Oder du sitzt auch sonst häufiger mal alleine in der Kabine und musst dann irgendwie halt es aber interessant halten. Das ist ja eine große Kunst. Ich mache das ja auch aus Eigennutz, ja, dass ich mir dann halt Themen nehme, die mich auch interessieren, über die man reden kann, ja, die vielleicht auch für den Zuschauer spannend sind. Und ja, das ist eigentlich prinzipiell so das Ding. Also ich glaube, so einen richtigen Plan, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt da auch nicht. Also ich gehe da rein. Es gibt auch kein Skript, also nein, ist halt live. Nein, machst du halt. Das ist das, was ich halt noch so spannend finde, gerade am Kommentieren, egal ob das jetzt Motorsport ist oder auch Fußball oder irgendwas anderes. Du kannst dich natürlich vorbereiten, aber prinzipiell kommt es immer auf den Moment drauf an. Ja. Und das ist anders als bei anderen Positionen, Moderation zum Beispiel, wo viele Dinge halt vorgegeben sind. Du bist in einem relativ engen Korsett und das bist du im Kommentar halt nicht. Deswegen ist Kommentar, finde ich, spannend, ja, gefällt mir besser. Das liegt ja auch schon im Wort Kommentar. Wenn man in der Zeitung oder beim Fernsehen einen Kommentar zu irgendeinem Thema hört oder liest, dann ist es die Meinung des Einzelnen, der sich Gedanken gemacht hat zu irgendetwas und das dann kundtun kann, ohne dass es von außen groß beeinflusst ist. Wir Menschen sind ja soziale Wesen, wir sind eigentlich immer daran interessiert, was ein einzelner Mensch irgendwie vielleicht denkt. Ja. Das sieht man auch auf YouTube, da sind ja auch die ganzen Kommentare immer, jeder kann da einen Kommentar schreiben. Ja. So Reactions sind ja auch eigentlich Kommentarformate, ne? Also ein ganz großes Ding auf YouTube ist, wenn Leute kommentieren. Kennst du Simon Unge? Nein. Mit Dreadlocks. Er kennt sich nämlich recht gut aus, muss man sagen. Mit Twitch hast du schon einiges mal geguckt. Was hast du zum Beispiel mal gesehen? Ja, also ich habe GTA Roleplay habe ich mir mal angeguckt, was da so passiert. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe 2 Kinder. Man muss immer schon ein bisschen up-to-date sein, ne, und schauen, was die so veranstalten könnten. Habe mich damit beschäftigt. iRacing natürlich auch. Da gucke ich auch immer mal rein und schaue zu, ja, weil ich das auch echt spannend finde, weil ich die Rennstrecken gut finde, weil ich Motorsport generell halt gut finde. Und dann ist mir das eigentlich relativ egal, ob das realer Motorsport ist oder virtueller. Weil guter virtueller Motorsport hat durchaus auch seine Berechtigung. Ja, ich glaube, das muss man eben auch für den Job als Kommentator, egal bei welcher Sportart, muss man ein Fan sein von der Sportart. Weil man muss, ich finde, das ist das Wichtigste beim Kommentar. Ich schlafe manchmal bei Kommentatoren einfach ein und denke mir, es kann nicht sein, es ist so langweilig, da jetzt kommentieren. Sondern es braucht jemanden, der irgendwie die Leute mitreißt und mitnimmt und denen sagt, wie geil das gerade ist, was man da macht. Und das Entscheidende ist, finde ich, ja, dass man sich nicht wichtiger nimmt als das, über das man berichtet. Ja. Der Sport ist entscheidend, die Personen, die diesen Sport ausüben, sind entscheidend und nicht derjenige, der darüber berichtet. Also das ist nämlich alles austauschbar. Ja, richtig. Ja, es ist so. Ist so. Und die Leute schalten ein, weil sie wollen die Formel 1 sehen. Ja. Und man ist nur da, um das Ganze zu transportieren. Ich finde halt für mich als Zuschauer finde ich immer das Wichtigste zu sehen, dass da jemand wirklich die Emotionen da mit rüberbringt. Ja, sehr cool, das Ganze hier heute mal mitzumachen. Und bevor wir jetzt weiter verquatschen, dass das letzte Essen kalt wird, schauen wir mal ein bisschen weiter zu und dann geht es gleich auch schon wieder für uns ins nächste Freitraining. Das ist auch wieder so das trügerische Gefühl, das Verrat auf. Ich danke dir. Hat wieder mal Spaß gemacht. Ja, jetzt war auch ein bisschen was los, ne? Ja, jetzt war mal ein bisschen mehr was zu kommentieren. Das ist halt immer im freien Training so das Ding.
häufig passiert nicht so viel. Im Qualifying oder im Rennen ist dann die Dramatik da. Okay, wenn jemand langsam ist, dann ist es sofort Dramatik. Was ist da los? So muss man sich immer selbst auch so ein bisschen die Geschichten suchen. Was du hier noch alles aufgeschrieben hast, ja, das sind so die Rundenzeiten. Da muss man sich manchmal selbst behelfen, weil zwar haben wir super viele Daten, aber nicht alles, was man so möchte. Und dann hat der Sascha das hier eben auch selbst hier aufgeschrieben, die Rundenzeiten zum Beispiel, die man vergleichen kann. Das gehört eben auch alles dazu. Manchmal hier ganz altmodisch mit Stift und Papier. Ja, ja. Du hast aufgeschrieben. Na klar, könnte ich mir jetzt hier eine Excel-Tabelle machen und es schnell einhacken, aber ich schreibe es lieber schnell auf, dann habe ich es schneller. Machen unsere Ingenieure beim Rennen aber auch. Wird auch mal alles nochmal zusätzlich einfach handschriftlich aufgetragen, dann weiß man alles eben noch immer am besten. Ja. Und ansonsten, manchmal ist es wie ein Podcast hier zwischendurch in der Session. Hörst du Podcast? Ja, klar. Ja, es ist wie ein Podcast ist manchmal so, ne? Oder bisschen wie Radio. Bisschen kann man mal ganz entspannt über irgendein Thema reden oder auch mal lachen, wenn irgendwas Lustiges passiert. Also macht Spaß hier mit zu kommentieren. Mal gucken, ob ich es irgendwann in der Zukunft nochmal mache. Aber erstmal vielen Dank, dass du heute nochmal da bist. Klar, selbstverständlich. Gerne wieder. Gerne. Cool. So, bye. Das war's bei Sky Sport. Jetzt geht's zurück zum Flughafen. Yes, Leute, der Tag hört auch noch gut auf, denn ich bin hier bei meinem Lieblingsrestaurant im Münchner Flughafen. Ich hole mir immer hier, ich glaube, es heißt Four Herbs oder sowas. Auf jeden Fall nach der Security einfach direkt auf der linken Seite. Gibt's so einen Laden, da gibt's verschiedene Sachen, auch asiatische. Und ich hole mir immer so eine Reispfanne hier, also mit viel Reis und dann einfach Rindfleisch, scharfe Soße, Gemüse. Es ist so geil. Jedes Mal, wenn ich das esse, brennt es mir danach alles. Und ich vertrage eigentlich Schärfe gar nicht so krass. Aber es schmeckt so lecker, dass ich mich einfach immer durchpower. Ich muss einfach immer essen. Und ich bin nicht so häufig in München, aber wenn ich hier bin, dann gönne ich mir das auf jeden Fall. Abierle noch dazu, würde Daniel absagen. Ne? Abierle geht immer noch dazu. Kann man nach so einem Tag auf jeden Fall heute mal machen. Erfolgreich zwei volle Sessions wieder mitkommentiert bei der Formel 1 bei Sky. Vielen Dank nochmal an Sky für das Vertrauen und an Sascha auch, der mich auch wieder richtig gut aufgenommen hat, richtig gut eingebracht hat. Wenn er neben mir kommentiert, so, dann fühle ich mich einfach halt voll sicher und kann dadurch auch einfach, glaube ich, ganz, ganz gut mitkommentieren, weil ich weiß, yo, der hat das hier voll im Griff und ich kann einfach so mein bisschen Senf dazugeben und mich da so langsam dran gewöhnen. Also hatte sehr viel Spaß dabei, hat mich auch sehr gefreut, auf Twitter mal zu lesen, dass viele von euch das Training gesehen haben live, meinen Kommentar auch ganz, ganz gut fanden. Das freut mich sehr zu hören. Und ich hoffe, ihr konntet heute mal ein bisschen was lernen, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen beim Fernsehen, wie so ein Live-Kommentar bei Sky abläuft. Der Sascha ist ja auch sehr, sehr erfahren, nicht nur Formel 1, auch Fußball, ihr habt es ja gehört heute. Deswegen vielleicht war da für den einen oder anderen auch was Interessantes heute dabei, hoffe ich. Für mich ist Motorsport und Formel 1 kommentieren halt immer so ein Kindheitstraum gewesen. Deswegen ist heute wieder dieser Traum aus der Kindheit ein Stückchen weiter Realität geworden. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Das ist vor allem so eine Budgetfrage. Und es gibt ja auch nicht viele Leute, ich würde mal sagen, 4-5 Leute in Deutschland, die sowas halt beruflich wirklich machen können, Formel 1 kommentieren. Aber mal gucken, was so die Zukunft, was die nächsten Jahre bringen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde. Ansonsten war es das für den heutigen Vlog. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Das nächste Video wird endlich unsere Review vom Audi S6. Haben wir schon abgedreht, geschnitten, gerendert und das kommt direkt als nächstes Video online. Also darauf könnt ihr euch freuen, Leute. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und macht's gut. Ciao, ciao.